Sofa-TV, was machen Sie denn hier im Keller? Wie, das können Sie mich auch fragen. Ich bin hier, weil ich wollte fegen hier unten. Und was machen Sie hier? Sie wollen wissen, was ich von Sozialschmarotzern halte. Und das fragen Sie hier in unserem Keller. Na gut, also grundsätzlich finde ich, dass Sozialschmarotzer, woran erkennt man die? Man erkennt die, darf ich du sagen? Okay, also ich bin der Peter Heinz aus Berlin und grundsätzlich erkennt man Sozialschmarotzer immer daran, dass sie zum Beispiel so in Mülleimern rumwühlen und die Flaschen von anderen Leuten abgeben und ja, schon im Einkaufswagen, ja, man hat noch überhaupt gar nicht richtig sein Zeug in die Tüten reingepackt, ja. Da kommen die gleich von allen Seiten und können ja den Wagen, ja. Also stell dir vor, du kaufst dafür für 600 Euro ein, ja, bei Tidl oder bei Schnaldi und du schiebst deinen Wagen an die Seite, nimmst drei Tüten, ja, und in dem Moment kommen die schon und fragen dich, ob sie den Wagen haben können, obwohl du noch nicht einen Artikel eingepackt hast. Wollen die schon den Wagen haben und bieten dir hier einen Euro und manche Leute sind blöd und die machen das auch, ne? Ich falle da nicht drauf rein, ne? Erstmal packe ich alles in die Tüten rein, stell die Tüten in den Wagen rein und dann nehme ich deren Euro, wisst ihr? Und dann können sie damit abdampfen, ne? Das sind für mich Sozialschmarotzer. Unser Eins, ja? Unser Eins hat sein Leben lang gearbeitet. Immer rechenschaftlich. Jede Nacht bin ich unterwegs. Jede Nacht. Und ich muss hart körperlich arbeiten. Ich bin ganz, ganz sozialer Mensch, bin ich. Ich befreie andere Menschen sozusagen von ihrem Müll, ohne Müllmann zu sein. Daran sollten sich mal die Sozialschmarotzer ein Beispiel nehmen. An Leute wie mich. Sollen die Leute arbeiten gehen? Ja, es gibt doch auf jeder Ecke gibt's Arbeitsplätze. Man braucht doch nur auf die Straße gucken, da liegen sie. Überall Arbeitsplätze. Das Geld wächst praktisch an den Bäumen. Man muss es nur pflücken. Ja, aber die Menschen sind so blind, ja, trotz Vielmannbrille. Ich bin ein rechtschaffender Mensch und ich gehe arbeiten. Allerdings finde ich schon, dass die Keller ziemlich scheiße aufgehen. Also ich finde, die Nachbarn könnten ruhig mal... ja, warum schließen die nachts immer ihren Keller ab? Ja, ich weiß noch nicht mehr, wo ich überhaupt bin. Sondern haben Sie vielleicht einen Brechstange oder sowas da? Wäre nett von Ihnen. Mensch, was ist das denn, Badespiegel-TV? Was machen Sie denn hier unten im Keller? Ach, Sie fragen, was ich hier zu suchen habe. Ich wohne hier, ja, ungefähr seit 3 Monaten. Beruflich war ich mal Banker. Ich habe Asche und Kohle verdient ohne Ende. So viel, selbst ein Raucher, der sein ganzes Leben lang raucht, kann nicht so viel Asche produzieren, wie ich verdient habe. Na klar, manchmal habe ich die Leute über die Luschen gezogen, gerade alte Leute oder 5-6-Jährige habe ich in mir Sparbuch gebracht, habe gesagt, investiere in Kaugummis, ne? Hatte ich immer so einen kleinen Kaugummiautomaten da und sag, pass mal auf, da musst du immer dein ganzes Geld reinstecken, kriegst ein Kaugummi und wenn du in 3 Jahren kommst, kriegst du 2 Kaugummis. Die Kleinen sind reihenweise drauf reingefallen. Ja, wenn die Eltern dumme Fragen gestellt haben, hast du ihn um die Ecke gebracht. Für ein bisschen Kohle kann man heutzutage jeden Killer kriegen, ne? Na ja, gut. Nach den 30. Familien habe ich gedacht, nee, jetzt musst du mal ehrlich werden, ne? Und dann bin ich zu einer großen Versicherung gegangen. Und da habe ich dann angefangen, den Leuten Versicherungen aufzuschwatzen. Zum Beispiel habe ich einen 90-Jährigen praktisch so eine Art Pubertätsversicherung angedreht. Das heißt, ich habe sie versichert gegen Aknepillen und ihre Tage und ihre Jungfräulichkeit. Die hat es nicht gemerkt, ne? Dass ich sie beschissen habe, ne? Also das geht prima. Und trotzdem wohne ich jetzt im Keller, fragen Sie sich bestimmt. Ja, das ist so. Wir hatten ja vor ein paar Monaten und Jahren eine Bankenkrise.
Ne? Natürlich nicht verschuldet durch mich oder meinen Kollegen. Es ist einfach eine Bankenkrise, die kam halt einfach. Schuld waren vielleicht die Parks oder keine Ahnung. Jedenfalls war das so. Ich habe dann erstmal so 2-3 Monate im Park geschlafen, aber da wird man ja ständig belästigt, ja, von Asozialen, ne? Von Pennern, die auf Parkbänken schlafen. Kann man nicht mal in Ruhe schlafen da, ne? So, und dann habe ich diesen Keller hier gefunden. Der ist schön warm, ne? Ein bisschen muffig. Lebe hier mit Freunden zusammen. Also alle Ratten haben hier schon ihre Namen, Kakerlaken. Also ist schön, man hat was zu essen, ne? Hier fleucht und kriecht ja genug. Ja, und ich muss einfach hier unten wohnen, weil ich habe 6 Villa. Also 6 Villen, ja, auf der ganzen Welt. Und ich schätze, ich kann mich nicht entscheiden, in welcher ich wohnen soll. Ja, und dann denke ich mir, gut, da sind die 6 Villen, ja, und hier ist der Keller. So, während ich da aus 6 Villen wählen muss, habe ich nur einen Keller. Also brauche ich nicht wählen, also lebe ich hier, ne? Ganz bescheiden, wie ich bin. Das ist soziales Engagement. So leben Menschen, und da soll mir mal jemand sagen, ich bin luxusverwöhnt, ja. Gut, ich brauche meine Zigarren hier unten und ich brauche meine Nutten und was weiß ich alles, aber sonst bin ich ein sehr sparsamer Mensch. Naja, mal gucken, wie lange ich das hier noch mache. Und übrigens sind nicht die Banker Schmarotzer, sondern die Leute, die auf uns hereinfallen.